Hallo meine lieben Steinböcke und herzlich willkommen zu eurer Apfellegung. Sorry, meine Lieben. Ich muss gerade so grinsen. Ich habe mich jetzt hier an meinen Tisch gesetzt und hier auf meinem Mikrofon, Moment, ich zeige sie euch, hat sich jemand eingefunden. Moment. Guck mal, wer wieder da ist. Wanzi zeigt sich in eurer Legung, meine lieben Steinböcke. Wer das nicht mitbekommen hat, sie hat sich sehr oft in meinen Live-Legungen gezeigt. Eine andere Wanzi, das ist ihre Nachfolgerin, aber die Wanze hat immer die Botschaft, erlaube dir, dass es leicht sein darf. Und die Botschaft hatte ich für euch Steinböcke schon oft, ne? So, davon erzähle ich euch in den letzten Wochen oft. Und meine Lieben, heute Samstag, wo ich diese Legung für euch aufzeichne, komm, wir setzen sie mal hierher. Heute, wo ich diese Legung für euch aufzeichne, ho, vier Stäbe, interessant. Nichts passiert ohne Grund, liebe Steinböcke. Ist der erste richtig schöne Frühlingstag. Es hat 20 Grad draußen. Die Leichtigkeit darf kommen und meine Lieben, auch die strahlen Leichtigkeit aus. Ich bin sehr überrascht, dass ich dir die vier Stäbe zeigen, denn meine lieben Steinböcke, Widderenergie, die uns im April sehr stark bewegt, ne? Durch die Sonnenfinsternis, Venus in Widder, rückläufiger Merkur in Widder. Und die Widderenergie betont für euch das vierte Haus, meine lieben Steinböcke. Das vierte Haus von Familie, vielleicht auch Partnerschaften. Interessant. Soul Contracts, den Schützen habe ich es vorhin auch erzählt. Ich erzähle es euch gleich. Aber zu Hause und Familie, meine Lieben, werden aktiviert, reaktiviert die Themen. Da kommt neue Energie, neue Zielsetzung rein, möglicherweise auch das Loslösen. Ne? So, ihr dürft irgendwie das neue Zuhause gestalten. Ob ich das jetzt tatsächlich, ne, im irdischen Sinne meine oder im übertragenen Sinne. Aber hier ist eine ganz starke Energie von diesen vom neuen Zuhause. Meine Lieben, vielleicht machen manche von euch Umzugspläne. Ich weiß es nicht. Vier Stäbe ist eine schöne Energie. So, ich habe bei euch schon angefangen. Die Legung hat sich quasi hat von selbst angefangen. Ich werde aber jetzt trotzdem kurz meine allgemeinen Informationen los. Also bitte bedenke, dass das hier eine allgemeine Legung ist. Das heißt, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht tun. Das entscheidest du ganz alleine. Entweder du findest dich hier wieder, du fühlst dich total angesprochen. Ne? Das, was ich hier tue, ist in irgendeiner Art und Weise eine Unterstützung oder eine Bereicherung für dich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lass es einfach an dir vorbeiziehen, denn dann ist diese Energie, diese Botschaft für einen anderen Steinbock bestimmt. Am Ende des Videos findet ihr das Video zur astrologischen Vorschau verlinkt. Ich sehe diese astrologische Vorschau immer als eine Bedienungsanleitung, damit wir wissen, hey, was kommt auf uns zu, möglicherweise auch zeitlich, wann kommt es auf uns zu, ne? Was sind die Energien, die für uns alle gleichermaßen gültig sind? Und ich empfehle immer, das als Ergänzung eben anzuschauen, weil man vielleicht dann auch diese Legung besser verstehen oder interpretieren kann. Genau, so, also vier Stäbe. Oh, meine Lieben, an der Unterseite des Decks die Gerechtigkeit. Detach, sich loslösen. Und ich habe euren Kommentaren entnommen. Vielen lieben Dank, liebe Steinböcke, für eure, ja, dass ihr mich teilhaben habt lassen an eurer Geschichte, weil das hat mir gezeigt, wo das Steinbock-Kollektiv gerade steht und das ist wirklich detached. Ne? Dass es sich wirklich von Dingen löst, dass du dich von Dingen löst, die dich irgendwie starr gehalten haben. Ne? So, für mich ist die Gerechtigkeit hier immer eine Statue, die zum Leben erwacht. Also, keine Ahnung, Familienstrukturen, innere Kindthemen, Wohnorte, ne? Dinge, die wir gestaltet haben, die sich heute nicht mehr stimmig anfühlen. Aus denen dürft ihr euch jetzt lösen.
Interessant. Sieben Kelche darunter. Ja, Success and Growth, acht Stäbe. Meine Lieben, acht Stäbe ist für mich eine absolute April-Energie. Wir bekommen Rückenwind, wir bekommen Inspiration, wir bekommen Motivation. Es ist unglaublich viel Kommunikation im Feld, eben auch durch rückläufiger Merkur, die uns unsere Aussichtschancen auf Erfolg und Wachstum wirklich aufzeigen. Genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe heute selber, nee, gestern, ich habe gestern selber ein Video geschaut von Venus in Widder und Hand in Hand mit rückläufiger Merkur in Widder. Und sie sagte, das ist eine Kombination, die uns jetzt aufruft, alte Seelenverträge aufzulösen und neue Seelenverträge zu unterschreiben. Ne? Ja, wir sollen während rückläufiger Merkur gar nichts unterschreiben im besten Fall, aber wir dürfen während rückläufiger Merkur die Dinge in die Wege leiten und schauen, wo sie sich hin entwickeln. Und was vier Stäbe, Bestimmung, was wirklich deine Bestimmung ist, das ist Ende April, wenn Merkur direktläufig ist und wir wieder Verträge unterschreiben dürfen, immer noch deine Bestimmung. Just saying. Okay. Ich mag's. Ich mag die Energie für dich, mein lieber Steinbock. Das ist übrigens das Psychic Tarot for the Heart. Ja, Healing begins. Meine Lieben, sechs Schwerter. Eine meiner Lieblingskarten, die sechs Schwerter. Ich liebe Bötchen-Vibes. Die Heilung beginnt, der Vorhang geht auf, der Zugang öffnet sich. Der Zugang öffnet sich. Raus aus einer Warteposition, vielleicht aber auch schon ein bisschen, ein bisschen Geduld, ne? Sich die Dinge anschauen, die Merkur da gerade mit uns veranstaltet. Release, Wowski. Release. Ihr habt mir auch geschrieben, dass viele von euch auch schon erkennen, ey, es ändert sich was. Ich sehe schon, es wird wirklich leichter. Und ich habe das Gefühl, dass du diesen Vorhang noch weiter öffnest, jetzt im April. Liebes Universum, eine Botschaft hier für meine Steinböcke. Ich mag, ganz ehrlich, es sind zwei Karten auf dem Tisch und ich habe euch schon unglaublich viel erzählt. Ass der Münzen, ja. Und drei Kelche. Also, eine starke Verbindung, eine Verbindung stärken und geteilte Liebe, etwas teilen, aber auch etwas erhalten, Herrscherin. Herrscherin-Energie. Also, für irgendjemanden nehme ich so Kinderwunsch oder Familie gründen als etwas wahr, ne? Wenn du jünger bist. Aber auch starke weibliche Energie. Weibliche Energie ist auch liebegebend. Ha, da liegst du. Okay, meine Lieben, und die zwei Schwerter und der rückläufige, also Magier, Merkur-Energie, der rückläufige Merkur und Heart-Chakra-Energie. Das sehe ich ehrlich gesagt hier auch. Seht ihr das? Mein Lieben, wie ihr Herz-Chakra erwacht. Da ist das Herz in einem Gefängnis. Da gab es Blockaden, zwei Schwerter. Hier kann auch eine ganz starke Herzöffnungsenergie sein. Irgendwie kriege ich auch ein Thema Mutter. Hier ist irgendwas mit Mutter oder Weiblichkeit. Weiblichkeit. Hier ist irgendeine Blockade, die sich löst zum Thema Weiblichkeit. Ass der Schwerter, neun Kelche. I love it. Kommt, die lassen wir auch draußen. Eure Legung ist super intuitiv, ne? So. Also die Botschaft erzählt sich schon wieder fast von selbst.
Aber auch Empfänglichkeit und werden. Ich habe das Gefühl, du bist für das Ass der Münzen hier empfänglicher als vorher, was auch immer ich damit meine. Was ist denn das Ass der Münzen? Okay, meine Lieben, nochmal die sieben Münzen. Die sieben Münzen sprechen von Geduld und schauen, was entsteht, schauen, was wächst. Ich habe das Gefühl, du bekommst im April ein Ass der Münzen angeboten. Keine Ahnung, vielleicht ist es sowas wie Schwangerschaft, ne? Dann ist man 9 Monate schwanger. Also das, was im April beginnt mit dem Ass der Münzen, ne, dauert ein bisschen, bis es zur Welt gebracht ist, if you know what I mean. Ich habe aber das Gefühl, dass du es empfängst. Ne? Du empfängst das Ass der Münzen. Und ja, du solltest es dir genau anschauen, keine voreiligen, also nichts unterschreiben, sondern erst am Ende, wenn du dir sicher bist. Ne? So. Aber ich habe das Gefühl, es präsentiert sich und es öffnet für dich etwas, ehrlich gesagt auch emotional. Auf jeden Fall drei Kelche, die Herrscherin. Ja, die Krebsenergie, Wagen, Familie, Kinder, inneres Kind, Sicherheit, Geborgenheit, Zuhause. Als würdest du im April die Bodenplatte legen, ne, für das Haus, das du errichten wirst. Ja, so nehme ich es wahr. Wo ganz viel in Energie, Liebe reinfließt. Ganz viel, du hast da ganz viel zu geben. Okay, was ist das Ass der Münzen? Interessant, fällt alles auf die zwei Schwerter. Hier bist du nochmal, mein lieber Steinbock. Okay, wenn sich der Teufel zweimal zeigt. Okay. Die acht Schwerter der Hierophant, Stierenergie, wir haben doppelt Stierenergie hier und der König der Stäbe. Okay. Hier liegt irgendwie die Energie, eine Idee, auf die du von selber nicht gekommen wärst. Ne? So. Okay. Also das ist ein Teacher, das keine Ahnung, das kann alles sein. Das kann ein spirituelles Coaching sein, das grundlegend etwas verändert. Das kann. Aber hier liegt auch dieses sich lösen von der Tradition oder von der Sicherheit, ne? Vielleicht rein ins Abenteuer oder rein in mehr Freiheit. Das kann wirklich, ich habe keine Ahnung, worüber ich rede. Aber ich nenne euch einfach immer ein paar Beispiele, um die Situation zu veranschaulichen. Zum Beispiel, du hast super viel Besitz, ne? Stierenergie. Und es ist auch super viel Arbeit. Und keine Ahnung, wohnst in einem großen, großen Haus, was unglaublich viel Arbeit kostet, wo du allein drin wohnst. Und jetzt bekommst du ein Angebot, in eine kleine, schnucklige Wohnung zu ziehen. Und diese ganze Verantwortung, ne, der Teufel zweimal, diese ganze Verantwortung, die du irgendwie trägst, loszulassen und wirklich die Freiheit zu haben, dich um dich zu kümmern. Und hier liegt raus aus so einer traditionellen Rolle oder raus aus dem, was du bisher bedient hast und rein in ein, ja, ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen in ein neues Abenteuer. Aber in diesem neuen Abenteuer kannst du dich verwirklichen. Und ich habe das Gefühl, ich nehme den König der Stäbe nicht als deine Energie wahr, sondern als jemand von außen. Jemand von außen, der was erkennt oder was sieht, was du noch nicht in der Lage bist zu sehen. Ne? Ich habe das Gefühl, man begegnet dir unterstützend und in Liebe und ja. Der König der Stäbe. Oh, wow, Ski.
I like it, meine Lieben. Pagen der Münzen ist ein richtig gutes Angebot. Wirklich, das ist ein richtig, richtig gutes Angebot. Oh, wowski. Hier liegt Freiheit, meine Lieben, die Königin der Stäbe und der Narr. Jemand anderes zeigt dir einen Weg in die Freiheit. Und ja, auch ne, die Wanze. Nichts verkörpert mehr Leichtigkeit, easygoing, flowing, Inspiration, Energie als der Narr. Die Wanze wollte in euer Leben. Wirklich. Ich weiß nicht, wen du aufsuchen sollst. Um ehrlich zu sein, hier liegt Coaching oder hier liegt Vorbild. Ich weiß es nicht. Oder der König der Stäbe ist diesen Weg schon gegangen. Ne? Der König der Stäbe kann dir Freiheit verschaffen. Und offensichtlich begegnet dir das Ass der Münzen, dieser Austausch, diese Information jetzt. Und ich sehe auch, dass du dich sehr inspiriert fühlst, dass du dich sehr motiviert fühlst. Keine Ahnung, zu Hause, Familie. Manche von euch sind in einer Familie gefangen. Da sind Kinder im Spiel. Da ist Geld und materielle Werte. Und ne, du bist Mutter, du hast Verpflichtungen. Aber du hast über die ganze Zeit nicht gemerkt, wie sehr du dich selber in ein Gefängnis sperrst. So, jetzt kommt irgendetwas, das dir vielleicht die Augenbinde abnimmt, ne? Über die Situation, das Zuhause, die Beziehung, die Familie, die du gestaltet hast. Und der erweckt eine neue Energie in dir. Eine neue Energie, die dich offensichtlich zur Königin der Stäbe macht. Also, die sagt, okay, ich habe neue Ziele. So, ich will lebendig sein. Hier ist eine sehr lebendige, leidenschaftliche, kreative Energie, die dir da gereicht wird und die, ja, die irgendwie so einen Vorhang lüftet. Du hast hier die Blockade. Du warst vielleicht nicht bereit hinzuschauen, hast etwas verdrängt oder bist in einer Situation geblieben, ne? So, weil du es verdrängt hast. Aber das, was hier passiert, eine Karte noch zum Narr. Und meine Lieben, der König der Schwerter ist In-Your-Face-Energie. Also der Page der Münzen, das Angebot, das Ass der Münzen ist ein bisschen In-Your-Face. Aber in a loving way, ja, meine Lieben. Jemand führt dir ganz klar etwas vor Augen. Und ja. Ja, oh wowski. Und da sind nun mal die zwei Schwerter und die vier Münzen. Meine Güte, meine Lieben, ich weiß nicht, welche Blockade hier gelöst wird. Aber hier ist Eremitenenergie. Hier ist nochmal, da wird jetzt das Licht drauf gescheint. Ne? Sorry, ich muss es ein bisschen mehr in die Kamera halten. Okay, meine Lieben, ich weiß nicht, was für eine wundervolle Begegnung du hier hast, die etwas kommuniziert, transportiert, was in your face ist, ne? Was dir eine absolut klare Sicht gibt, was aber in absoluter Liebe auf dich zukommt. Zwei Kelche, neun Kelche, Hohepriesterin, Fische-Energie und der König der Kelche. There's a new soul contract, meine Lieben. Da ist ein neuer Seelenvertrag, den du offensichtlich abschließen sollst. Wie gesagt, nicht während rückläufiger Merkur, aber zeitnah. Okay, liebe Steinböcke, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehe. Ich sehe hier tatsächlich so ein bisschen einen
alten Seelenvertrag und einen neuen Seelenvertrag und dass eben, ja, dass es irgendwie im April in Erscheinung tritt, ne? Welcher Ass der Münzen ist Commitment, ne? Ist Vertrag. Welcher künftige Vertrag hier unterschrieben werden möchte. Ich versuche hier einfach noch genauer einzusteigen. Ich sehe hier eine, ich sehe eine bedeutsame Person, aber jetzt liegen hier so viele Menschen, dass ich das Gefühl habe, wir reden von vielleicht auch mehreren Personen, die, ne? So, Familie, Soul Family, herkünftige Familie, whatever, ne? So, dass hier mehrere Themen gleichzeitig herrschen. Aber ihr habt es selbst gemerkt, meine Legungen sind super intuitiv. Das heißt, wenn du dich hier angesprochen fühlst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich auch in der Zusatzlegung angesprochen fühlst. Ich lasse mich weiterhin intuitiv leiten. Genau, zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du alles, was du dazu wissen musst, unten in der Infobox. So, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Ja, hier liegt Ass der Münzen, hier liegt ein neuer Seelenvertrag. Etwas, was dich viel mehr erfüllt. Was hier kommt, kommt wirklich, share the love, nurture, kommt in absoluter Liebe und zu deinem Besten zu dir. Und es hilft dir, etwas zu erkennen, 8 Schwerter, 2 Schwerter, was du selbst, ne, so, 6 Schwerter, der Vorhang geht auf, wo dir selbst bisher vielleicht die Guidance gefehlt hat, das klar zu sehen, aber das ändert sich, ne? Das ändert sich und damit, dass du diese Klarheit hast, weil es ist irgendwie ein bisschen in your face, ändert sich auch deine Energie, wirklich. Ich sehe dich freudig, euphorisch, inspiriert, motiviert, leicht, why not Energie, ne? In Leichtigkeit. Ich sehe dich, ne? Ihr Steinböcke lasst mich auch immer wieder wissen, ihr seid geboren, um Herausforderungen zu meistern. Aber darum geht es gar nicht. Vielleicht ist es ein Mindset, das du loslassen darfst. Ein Glaubenssatz, den du loslassen darfst. Weil das Leben darf leicht gehen. Erlaube es dir und das Universum wird dir diesen Monat irgendeinen großen Beweis liefern, dass es auch alles sehr leicht und fließend und harmonisch geht. Und vielleicht wird dir bewusst, was diesem Fluss im Wege stand. Ob in deiner Energie, in deiner Familie, in deinem Zuhause, whatever. Okidoki, meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für dich. Einen wundervollen April. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.